wenn ich so in den Saal reinguck, also, ich glaub, Mannsen und Weibsen sei ungefähr halbe. 50-50. Naja, ich mein, ja, Mannsen wird mir acht geben, wenn ich die Behauptung aufstelle, dass in die Wochen, dass in die Tag vor Weihnachten der Weibsen uns gegenüber besonders liebevoll sei. Das hat aber nichts mit der Liebe zu tun. Es hat mir einen finanziell-ökonomischen Hintergrund, weil uns nämlich vor dem Feiertag so allerhand Weihnachtswünsche und das Jackett nunder gerammelt waren. Ja, und nun stellt euch vor, zu Winter und im Dezember vor Weihnachten, es ist gerade kein interessantes Programm heute im Fernsehkastel gewesen, der Mann sitzt dort und liest die Zeitung und die Frau macht eine Handarbeit. Er wisst schon, so zwei glatt, drei verwendet. Plötzlich pfeffert sie die Handarbeit in die Eck, schleicht sich von hinten an den Mann nahe und fährt ihn zärtlich mit der Hand über den Kopf, über den Haar. Solange er noch welche hat. Hat er noch welche, dauert die Handbewegung ein wenig länger und dort klingt es ein bisschen anders. Dort klingt es dann. Und hat er keine mehr, geht die Handbewegung schneller vonstatten und dort klingt es auch anders. Dort links. Der Herbst war vergangen, der Winter fing an, du sollte mal ums die Frau zu machen. Jetzt ist es soweit. Weihnachten kommt dran, Alter. Du kannst dran denken. Ein paar Kleinigkeiten mir zu schenken. Fatsch. Der Mann dachte, ach, inne du liebe Zeit. Ist wirklich wieder schon soweit. Sie treppt mich in die Eng. Nun geht's mir an den Pfeng. Und ehe sich noch recht besinnender Mann, fängt die Frau mit Aufzählen an, was sie zu kaufen wäre. Ach, inne du Grußmalea. Guck mal, als Frau gebraucht man einer Tour, eine neue Schiene Sommer, eine neue Schiene Wintergarnitur. Und fängst du mit der Unterwäsche einmal an, kauf gleich noch einen weißen, einen schwarzen und einen lila BH. Ich kann auch nirgends mehr irgendwo hin. Ich hab überhaupt nicht mehr anzuziehen. Mein bisschen alte Kittelage. Ma, das ist wirklich eine Blamage. Ich guck in einen Schrank, ich krieg einen Rast. Mein Pelzmantel hat eine Muttennest. Ma, kauf mal eine neue. Mach, du wirst es ja nicht bereuen. Und die Sohn, ich hab keine Ruhe. Sei du die Latschen dir noch Schuhe. Ich tät mir ein paar Baden, die du seid zuzutragen. Ah, hätte ich gern, das ist kein Witz, ein neues Cocktailglad mit modischer Klippelspitz. Und Alter kommt nicht gleich in Wut, ich brauche einen neuen Winterhut. Ein paar Handschuhe kämen auch zur Acht. 5-6 Paar Strümpfe wären auch nicht schlecht. Dazu ein dünnes, schienes Berlungflatterhemd. Mal, das macht Lust, komm, zieh kein Flemm. Mein Regenschirm, da ist auch kaputt. Du tätst schon längst eine neue Nut. Ein Anorak brauche ich vor den kalten Winter durch. Und ein bisschen schienes Parfüm zeige mal, wenn ich das suche. Und vor den warmen Sommer durch, siehst du, dann sind wir schon am Ende. Dann ist schon genug. Kaufst du eine neue, moderne, schicken Bikini-Bootanzug. Du weißt schon, Dreieckdischel, breites Band, verdeckte Schande drum am Strand. Der Mann ist auf den Stuhl nicht zusammengesunken, zermatscht hat er bloß abgewunken und gemeint, Frau, ich gab mir die Kräste mir, aber beim besten Willen, ich kann nicht verstehen. Mir Wiener sind wenigstens meine Uhren. Ich glaube, ich habe das Gehör verloren. Wenn ich das suche, dein ganzes Gerät, dein ganzes Geschwafel, ist in meinem Kopf, in meine Uhrenblues, ein großes Durcheinander geraten. Der Frau sagt, du Dingerich, du willst mich bloß verlachen. Mein Durchkommen als Frau bloß die Arbeit machen. Du bist und bleibst mein Ugelig, so gifte Frau fei Bies zurück. Immer, mein Durch hast du mir schon alles angeschlagen. Siehst du, das hast du davor, dann fährt mir der Arsch gleich in den Mund. Nauswarsche,
fortwaschen, auf und davon, einen tiefen Odenzug macht er mal. Er blickt hinter drei, nimmt das nicht übel gelei. Das Beste ist, du schreibst alles mal auf. Ich geh dir weizen zu Bett, mach's gut, klick auf.